Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung, zu den Brettspiel-News hier auf Hunter und Kron. Die erste News betrifft gleich die Brettspiel-News selber. Heute ist Mittwoch und ab sofort gibt es die Brettspiel-News hier auf unserem Kanal immer mittwochs. Nein, es liegt nicht daran, dass ich immer einfach nur einen Tag nach hinten verschieben will, weil ich es nicht hinbekomme, sondern es liegt einfach daran, dass wir eine neue Programmierung uns ausgedacht haben für den Kanal. Und die Neuerung besteht darin, dass jetzt immer am Montag eine neue Review oder neues Let's Play veröffentlicht werden soll. Und ja, diese Woche war es das Vermächtnis. Und wenn ich aber immer am Montag was poste, dann wird es tatsächlich immer so ein bisschen knapp am Dienstag mit den News. Deswegen schiebe ich die News jetzt auf Mittwoch. Am Donnerstag ist so der Kron-Solo-Review-Tag. Das wird er sicherlich nicht jede Woche schaffen. Diese Woche morgen also wird es, denke ich, ein neues Solo-Review von Kron geben. Wir sind ja immer noch ein bisschen hier in der Situation, dass wir eben nur diesen einen Schnittcomputer haben und da klappt das halt nicht so regelmäßig, dass wir das immer alles hier hinkriegen. Aber grundsätzlich Donnerstag versucht Kron ein Solo-Review zu machen. Und Freitag gibt es dann wie gewohnt wieder ein normales Review von uns beiden oder ein Let's Play Brettspiele. Also nochmal zusammengefasst, Montag ein Review oder ein Let's Play, Mittwoch jetzt die News, nicht mehr dienstags, Donnerstags Solo Review Kron, freitags normales Review oder Let's Play. Ich habe heute auch was ganz Besonderes für euch, denn vielleicht habt ihr schon gehört, Activity wird 25 Jahre alt. Das beliebte Party-Ratespiel ist vielleicht eines von den Spielen, die jeder schon mal irgendwo, irgendwann bei irgendwem auf irgendeiner Party gespielt hat oder einfach nur zu Hause, weil er es selber besitzt. Auf jeden Fall Piatnik, der Verlag, bringt zum Jubiläum auch eine Jubiläumsausgabe des Originals heraus. Das hier ist sie und ihr könnt dieses Exemplar bei uns gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach ein Kommentar auf YouTube schreiben. Was haltet ihr von Activity oder was habt ihr für eine Activity-Story schon erlebt? Unter allen Kommentierenden, die werfen alle in den Topf und schreiben dem Gewinner dann eine E-Mail und schicken ihm dieses Spiel zu. Ist noch eingeschweißt, brandneu. Gestern ist der Kickstarter in Deutschland gestartet und wie wirklich auch zu erwarten war, die ersten Brettspielprojekte sind gleich zum Start ebenfalls losgegangen. Den Anfang macht Pegasus Spiele, ja kein unbekannter Player, die gleich mal Kickstarter ausprobieren. Und zwar bieten die eine englische Version von ihrem Zwergespiel an und dazu gleich noch die neue Erweiterung Dwarfs oder Zwerge, die Saga. Es geht also im Endeffekt hauptsächlich um diese neue Erweiterung, die da gefundet werden soll. Außerdem natürlich das ganze Spiel und die Erweiterung in Englisch, aber die Erweiterung kommt auch in Deutsch raus. Gibt dann auch noch Stretch Goals und wie gesagt, die Ausstattung ist wohl noch opulenter, als es dann später im Handel der Fall sein wird. Die Kampagne lief schon mal gut an, was ja ein tolles Zeichen ist, dass Kickstarter mit deutschen Projekten auch funktioniert. Die Zwerge persönlich, ich habe es noch nicht gespielt, aber schaut euch einfach die Kampagnenseite an, gibt eine Spielabar-Rezension dazu, glaube ich. Ja, und wenn ihr das Spiel sowieso habt, könnt ihr euch eben dort auch diese Erweiterung besorgen. Außerdem, ich hatte ja letzte Woche schon von Crisis the Board Game berichtet, da wusste ich aber noch nicht, dass dann ja eine Woche später zum Start von Kickstarter in Deutschland dann die Kickstarter-Kampagne von Crisis the Board Game gleich losgehen wird. Natürlich letzte Woche, da wusste ich noch relativ wenig von dem Spiel. Ich habe nur so ein paar Bilder gesehen und das war eigentlich schon fast alles und habe mir da so selber was zusammengereimt. Jetzt auf der Kampagnenseite kann man natürlich wesentlich mehr über das Spiel erfahren. Unter anderem gibt es ein umfangreiches, ausführliches Video zu dem Spiel. Ich muss sagen, als ich das alles mir angeguckt habe, ich habe ja hohe Erwartungen irgendwie an dieses Projekt, ein Ami-Trash-Spiel aus Deutschland, finde ich schon mal super, mit einem krassen Franchise. Crisis ist auch schon mal krass. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, als ich in dem Video gesehen habe, was es für eine Art von Spiel sein soll. Weil es ist kein Zombieside, was mich schon mal echt total überrascht. Es ist kein kooperatives, szenario-basiertes Spiel, bei dem wir irgendwie krasse Monster platt machen. In dem Spiel gibt es auch keine Monster-Miniaturen oder irgendwie sowas, sondern es orientiert sich an dem Multiplayer-Modus von
Crisis. Das bedeutet, es ist im Endeffekt ein Multiplayer Ego-Shooter Adaption als Brettspiel. Und das bedeutet, dass es eher ein abstraktes Spiel zu sein scheint. Man hat einen sehr großen Hex-Spielplan, wo man dann auch symmetrisch so Hindernisse aufbaut. Und dann hat man zwei Teams oder spielt zu zweit oder hat jedenfalls auch nur gleich aussehende so kleine Spielfiguren. Also miniaturmäßig ist es nicht so dicke. Und dann versucht man halt taktisch, sich da gegenseitig abzuschießen, hat so einen Kartenmechanismus. Irgendwie ist auch dieser Nano-Suit mit drin, der ja bei Crysis im Computerspiel eine große Rolle spielt. Natürlich wird auch gewürfelt, ob man trifft und so weiter. Ist natürlich ganz klar eine innovative Idee, ein Multiplayer-Ego-Shooter als Vorbild für ein Brettspiel kannte ich bislang jetzt noch nicht, aber vielleicht ja auch aus gutem Grund, weil wenn ich mal so drüber nachdenke, so ein Multiplayer-Ego-Shooter, der besteht ja hauptsächlich darum, dass da Nonstop-Action ist, wer nachdenkt, verliert, da geht es einfach voll zur Sache. Im Brettspiel sieht es dann doch irgendwie ein bisschen anders aus. Das scheint auch bei Crysis the Board Game so zu sein. Es ist eher ein taktisches Spiel. Wir müssen Karten ausspielen, die uns bestimmte Bewegungen oder Angriffsfähigkeiten geben. Es muss alles gut überlegt sein. Und ja, ich finde fast, es sieht so aus. Ich kann mir kein Urteil natürlich erlauben über das Spiel. Ich habe es nicht gespielt. Aber es sieht für mich so ein bisschen so aus, als würde, gerade weil es so nah am Multiplayer-Ego-Shooter dran ist, das Spielgefühl von einem Multiplayer-Ego-Shooter überhaupt nicht treffen, weil es halt als Brettspiel ganz andere Dynamik, nämlich eher so eine ja, taktisch-strategische, planerische Dynamik hat und nicht so eine actiongeladene Dynamik. Muss ich wirklich sagen, war ich sehr überrascht. Ich hätte, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich hätte alles drauf gewettet, dass die eher so ein die Solo-Kampagne natürlich als Vorbild nehmen und da irgendwie krasse Monster-Miniaturen machen mit Szenarien, die jetzt aufeinander aufbauen und den ganzen Pipapo, ihr kennt es aus so vielen Spielen, Zombies halt ist das Bekannteste. Und da kann man ja x Erweiterungen machen und es funktioniert einfach gut. Diese Multiplayer-Geschichte, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich diese Variante gewählt hätte, dann hätte ich wenigstens erwartet, dass irgendwie sowas wie Golem Arcana dabei ist, also so eine App-Unterstützung, die dann irgendwie ja, mir krasse Effekte noch draufrechnet und das ein bisschen komplexer macht. Oder was man natürlich auch hätte machen können, wäre so eine Zombie 15 Geschichte, dass da irgendwie ein Soundtrack läuft mit einem krassen Zeitlimit, wo dann irgendwie voll die Hektik am Tisch entstehen kann. So ist es, finde ich, wirkt es relativ statisch und relativ, sag ich mal, taktisch. Das muss nicht heißen, dass es kein schlechtes Spiel ist. Ich war nur wirklich überrascht, dass sie jetzt ausgerechnet diesen Weg gehen mit so einem Franchise. Gut, wir werden sehen. Crowdfunding-Kampagne läuft, schaut es euch an und dann werden wir sehen. Ich hoffe halt einfach nur, es ist am Ende nicht einfach nur ein ziemlich teures Gimmick für Crysis-Fans. Ein weiteres wirklich interessantes Projekt auf Kickstarter aus Deutschland ist Carnivore Koala von Voodoo Games. Ein kleines Kartenspiel, bei dem es um Koalas geht, die irgendwie in post-eukalyptischen Welt auf Mutantentierjagd gehen. Hört sich ziemlich abgefahren an, ist völlig abgefahren. Die Grafiken sehen wirklich wahnsinnig aus, auch sehr lustig und sehr cool. Über das Spiel kann ich wenig sagen, weil es ist auch, ja, die ganze Kampagne scheint so halb ironisch zu sein. Die schreiben da zum Beispiel, ja, wir haben kein Video, habt ihr wahrscheinlich erwartet. Haben wir nicht, weil wir machen keine Videos, wir machen Spiele. Oder die Spielmechanik, ja, glaubt uns einfach, es ist voll cool. Also ja, sie schreiben da noch ein bisschen, wie das Spiel ungefähr funktioniert. Ich kann es mir so nicht so richtig vorstellen, nur vom Lesen, wie es funktionieren soll. Trotz alledem, es sieht witzig aus, die Kampagne ist witzig gemacht. Es ist schon finanziert, es war auch keine große Summe. Von daher werden wir es auf jeden Fall in live mal sehen. Und dann bin ich wirklich gespannt, was Carnivore Koala auch wirklich für ein Spiel ist. Die Firma dahinter, Voodoo Games, ist übrigens auch ziemlich interessant. Ich habe mal nachgeguckt auf ihrer Homepage. Die haben nämlich noch ein anderes Projekt in der Pipeline. Ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, Carnivore Koala ist so ein bisschen der Testballon von denen auf Kickstarter. Wie läuft das alles und wie funktioniert das? Und dann geht es erst richtig los mit ihrem nächsten Projekt. Das heißt Paragon und ist ein große Schachtel, ein Steampunk Strategiespiel, so wie ich das auf den ersten Blick sehen konnte, groß illustriert mit Charakteren, einem großen Spielplan, mit viel Zeug.
Coming soon steht da auf der Homepage. Ich vermute einfach, wenn die Carnivore Koala durch haben, dann starten sie erst richtig ein mit Paragon. Ganz sicherlich auch auf Kickstarter. Das sieht einfach von vorn bis hinten nach einem Kickstarter-Projekt aus. Außerdem gibt es noch ein kleines, würde ich sagen, Amateurprojekt, aber nicht unsympathisch. Game Factory heißt es. Ist einfach eine Simulation einer Softwarefirma, die, glaube ich, auch Spiele herstellt. Ja, klar, logisch. Game Factory eben. Und ja, man sieht halt den Prototypen, ist ein Familienvater, der hat das in seiner Freizeit gemacht, sieht alles sehr nett und sympathisch aus. Natürlich nicht die allerneueste Spielidee, aber auf jeden Fall sehr sympathisch, also schaut es euch an. Insgesamt würde ich sagen, der Kickstarter-Start in Deutschland aus Brettspielperspektive ziemlich spannend, ziemlich gelungen, einiges schon los und ich glaube, das ist nur der Anfang, also wir werden da weiter ein ganz genaues Auge drauf haben. Cosmos hat uns ja ziemlich lange auf die Folter gespannt, aber jetzt ist definitiv raus, die Machikoro-Erweiterung kommt von Cosmos in Essen. Die Erweiterung heißt Großstadt und die gute Nachricht ist, sie besteht nicht nur aus der auf Englisch schon verfügbaren Harbor-Erweiterung, sondern die Erweiterung Sharp und Millionaires Row ist auch noch gleich mit dabei. Ja, das Ganze in Essen, wie gesagt, und wir freuen uns natürlich riesig drauf, weil Machikoro ist ein cooles Spiel, aber man hat doch dann irgendwie relativ schnell alle Karten mal durch und wir freuen uns auf jeden Fall riesig, was uns da in der Erweiterung erwartet. Das war's für die Brettspiel-News für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Unsere Crowdfunding-Kampagne unterstützt Tantra und Kron läuft nach wie vor in der Spieleschmiede. Vielen Dank an alle, die uns da unterstützen. Wir nehmen inzwischen jetzt das letzte Stretch-Goal ins Visier, die Reise zur GenCon. Wenn ihr uns noch unterstützen wollt, dann schaut euch doch mal das letzte Kampagnen-Update an. Da erklären wir das gesamte Promo-Paket oder zeigen euch genau, was da so drin steckt. Außerdem, wenn ihr euch noch mit den Gedanken tragt, ein Ticket zu erwerben in der Kampagne für die Berlin Brettspiel-Con am 4.5. Juli in Berlin. Wir haben schon verkündet, dass es einen weiteren Bonus für alle gibt, die in der Kampagne ein Ticket sich besorgen, denn wir werden auf dieser Convention ein eigenes Turnier veranstalten, den Hand und Kron Brettspiel Cup, ein Vielspieler-Turnier. Und alle, die eben ein Ticket in der Kampagne erworben haben, sei es ein normales Tagesticket oder sogar ein VIP-Ticket, die haben eben die Möglichkeit, an diesem Hunter und Kron Brettspiel Club teilzunehmen. Egal wann ihr kommt, Samstag, Sonntag, läuft an beiden Tagen. Könnt ihr an beiden Tagen oder nur an einem von den beiden Tagen machen. Und natürlich gibt es am Ende auch Preise für den Gewinner. Das offizielle Programm für die Brettspiel-Convention werden wir jetzt nächste Woche erst bekannt geben. Diese Woche wird es nicht mehr reichen wegen Himmelfahrt und so. Da haben wir, das haben wir einfach nicht mehr geschafft. Aber nächste Woche ist es dann endlich soweit und wir erzählen euch, was sonst noch so alles auf der Convention los sein wird. Ja, bis dahin, wir sehen uns hoffentlich nächsten Mittwoch, nicht vergessen, zur nächsten Ausgabe der Brettspiel-News. Bis dahin, ciao.